Hallo, in diesem Video werde ich euch einen entspannten Osmanenboom zeigen. Ich habe gerade schon mal einen gemacht, der wird sehr wahrscheinlich deutlich besser gewesen sein, aber auf Englisch. Und hier jetzt nochmal einer auf Deutsch. Beginnen wir kurz mal mit dem Deck. Das ist mein Nonats-Deck. Man kann über die zwei Karten hier diskutieren, ob man die tatsächlich drin haben will oder stattdessen andere Karten mit reinnehmen möchte. Der Rest ist eigentlich ziemlich safe, genauso wie er ist. Ja, da ich es gerade mit einem Nut Deck gemacht habe, werde ich es jetzt hier wieder so machen. Und dann würde ich sagen, let's go. Zu Beginn, ihr wollt so schnell wie möglich die Kirche bauen. Dafür zieht ihr drei oder vier Siedler auf die Kirche. Und der Grund dafür ist, dass ihr hier dieses Upgrade haben wollt, 5% schneller ausbilden der Siedler. Was natürlich ein wunderbares Upgrade ist. Und das wollt ihr natürlich nach Möglichkeit rausbekommen, bevor der erste Siedler ausgebildet ist, damit das dann auch komplett durchkommt. Man könnte jetzt 25 Holz sammeln und das zweite Upgrade machen. Ich werde jetzt aber wirklich einen sehr, sehr minimalistischen, entspannten Boom machen. Und euch dann einfach jetzt mal zeigen, wie das dann so geht. Dementsprechend werde ich wirklich so wenig wie möglich hin und her switchen und auch Marktplatz-Upgrades dementsprechend jetzt noch nicht machen, sondern erst, wenn ich H2 bin. Da ich durch das Age-Up die 400 Holz bekomme, um die halt auch weiter nutzen zu können. Ja, am Anfang erstmal dann alle Siedler auf Nahrung, wie ihr schon seht. Der Grund dafür ist, ihr probiert schnell Age-Up zu gehen, erstmal um halt das Holz aufzuhaben. Und dann halt weitere Upgrades machen zu können. Und da ihr ja auch weiterhin Siedler produziert, während ihr Age Up geht, müsst ihr dort halt auch nicht irgendwie darauf achten, bei so und so vielen Siedlern, sondern einfach, wenn ihr könnt, dann könnt ihr. Man kann auch alternativ, wenn man noch weniger hin und her wechseln will, 7 Siedler auf Nahrung packen und von dort auf an auf Gold produzieren. Das reicht dann für Age Up Richtung H2 und H3. Ich werde hier minimal hin und her wechseln. Das heißt, ab jetzt, dem 9. Siedler gerade, werde ich auf Gold rüber wechseln. Und ja. Jetzt, wo das Age-Up angeklickt ist, ziehe ich drei Siedler rüber, sodass ich noch 6 Siedler auf Nahrung habe. Ich habe jetzt hier übrigens auch absolut kein Hunting groß betrieben, wie ihr gemerkt habt. Aber ja, noch 6 Siedler auf Nahrung, die restlichen gehen rüber auf Gold und damit müsste man dann eigentlich recht gut hinkommen, um halt gut Age-Up zu gehen. Kann sein, dass es auch nur mit 7 besser ist. Werde ich gleich noch sehen. Aber da ich unten auch noch den Nahrungsschatz habe, zu dem ich jetzt gleich mal hingehen kann, kann es sein, dass ich das halt eh vor Age Up bekomme und dann wird das definitiv so rum eine bessere Verteilung sein. Ansonsten eher 7 Siedler. Ich könnte jetzt hier anfangen, sowas wie Chase, also das hier zum Beispiel, dann, dass man nicht einzeln die Jaguar auseinander nimmt.
Ich zeige euch das jetzt hier an diesem einen Beispiel kurz, wobei ich kann es eigentlich komplett durchziehen. Ihr seht, wenn ihr euch am Rand des Weges befindet, dann könnt ihr Einheiten, die Nahkampf sind, direkt so angreifen. Und dann sind sie erstmal stuck, bewegen sich von dort aus erstmal nicht weiter. Die anderen Einheiten kommen dementsprechend auch nicht mit dazu und ihr könnt sie nach und nach ganz entspannt töten. So, da ich jetzt auch nicht mehr sonderlich viele Lebenspunkte habe und es eh nicht schneller gehen würde, warte ich jetzt einfach auf den Schuss und töte damit dann den letzten. Ich habe jetzt ziemlich verpeilt, dass ich beim Age Up, dass ich schon lange Age Up war. Ich hätte schon lange das Upgrade für von der Kirche aus haben sollen und schon lange einen Siedler dort drüber gezogen haben sollen. Passiert. Da ich merke, dass ich jetzt Nahrung eh wahrscheinlich mehr habe, mache ich jetzt als allererstes das Gold-Upgrade. Und dann denke ich, müsste ich auch jeden Augenblick Age Up gehen können. Sehr schön. In dem Moment, wo ich Age Up gehe, okay, ich lasse jetzt noch einen Siedler auf Gold, ziehe ich alle bis auf einen Siedler auf vom Gold runter auf Holz. Probiere dann auch beim Markt die Upgrades, die ersten zu machen. Der Grund ist, warum ich die jetzt runterziehe von Gold auf Holz, damit ich genügend Holz gleich habe für die TCs. Außerdem braucht der Osman im Anschluss sehr viel Holz für das schnelle Ausbilden und weitere Upgrades. Man kann auch noch weitere Siedler von Nahrung runterziehen. Wäre definitiv sinnvoller. Ich werde es jetzt mal, weil ich wirklich gesagt habe, der Boom soll minimalistisch sein, nicht machen. Und sie einfach weiter drauf lassen, die 7, die dort jetzt gerade noch, nee, die 6, die dort jetzt gerade noch drauf sind. Auch einen Riesentipp, ihr könnt sehen, wie weit ihr vorbauen könnt, indem ihr euch einen Pillar nehmt bei einem Siedler. Den müsst ihr ja nicht bauen, aber mit dem könnt ihr halt die Range sehen. Ansonsten solltet ihr auch, bevor ihr Age 3 seid, so langsam dann mal das Upgrade machen, also auf dem Weg zu Age 3, damit ihr dann gleich noch von 20 Siedler aufwärts mehr Siedler produzieren könnt. So, ja, Age 3, wie gesagt, die zwei Karten spielen, seht ihr ja gerade, ansonsten die zwei TCs bauen, das Upgrade machen, die restlichen Upgrades im Markt auch, also das schnelle Ausbilden, dann die Upgrades im Markt. Die Holz-Upgrade braucht ihr gar nicht machen, da ihr ja keine Siedler groß auf Holz haben müsst. Ich persönlich lasse dann, nachdem ich fertig bin, wenn ich es wirklich mega entspannt haben will, zwei Siedler auf Holz und das war's. Ja, erst das Upgrade, dann alles weitere.
Sowas wie das jetzt hier gerade. Ich sehe dort oben zwar den Idle Siedler, aber der ist mir für die paar Sekunden jetzt gerade zu egal. Ich bin von ausgegangen, dass es ein, zwei Siedler nur sein werden, da die größte Masse hier eigentlich gut beschäftigt ist. So, da das ein entspannter Boom ist, mache ich jetzt auch noch dieses Upgrade hier, dass ich gleich auf 70 Bevölkerung komme und werde auch bis zu 70 Bevölkerung jetzt auch schon dafür die Häuser bauen. Man kann es auch anders machen, indem man zwei, drei Siedler auf Holz lässt und den Rest dann rüber switcht, nachdem man die Upgrades hat. Und dann währenddessen immer mal wieder Häuser baut. So kann man aber hundertprozentig sicher gehen, dass die Häuser wirklich dass man wirklich kontinuierlich alles rausbekommt, bis man eigentlich auf dem Weg Age 5 ist oder spätestens Age 4. Da kann man dann ja auch nochmal die 70 erhöhen. Ziemlich beschissen zu sehen. Ja, ich will bis 70 Bevölkerung, das heißt, ich brauche jetzt auch dieses Upgrade, habe ich. Ergo gehen die jetzt weiter rüber auf andere Rohstoffe. Ich könnte jetzt natürlich direkt schon deutlich mehr noch gerade auf Gold packen, da ich fast alles für Nahrung bereits habe. Fürs Age-Up und mein nächstes Ziel ist es wirklich nur so schnell wie möglich Age-Up zu gehen. Damit ich dann halt die beiden Fabriken bekomme und auch das Gold durch Age Up. Ja. Sobald dann die beiden Fabriken da sind, ist dann wirklich einfach nur noch das nächste Ziel, wie gesagt, Age 5. Und von dort aus ist der Boom dann auch relativ gesehen bald erledigt. Ich werde auf jeden Fall noch mehr Nahrung benötigen. Das heißt, ich fange jetzt hier auf jeden Fall mal an, den Hand mir ein bisschen näher ranzuschießen. Da sind jetzt eigentlich auch, ich mach mal genau 7, genügend drauf. Dann kann ich die hier auch im Anschluss noch cutten lassen. Ich vermute, die werden hier gleich fertig sein. Ja. Auch wenn ich es noch nicht weiter ausbilden könnte, weil hier eh die Bevölkerung vorbei ist. Ich benötige die 100 Holz nicht und deswegen packe ich die jetzt kurz mal dort mit drauf.
Hase. Ja. Age-Up-Zeit-technisch macht das gar nicht so einen großen Unterschied gerade. Könnte sogar sein, dass es effektiver ist, tatsächlich nicht die Upgrades zu machen und vielleicht nur die 25 Holz zu sammeln, weil man dadurch schneller Age 2 ist. Und mit dem 400 Holz halt auch wieder. Also, ich meine, ich habe bei dem anderen Boom mich definitiv mehr angeschränkt als bei dem hier. Und Age 5 ist trotzdem quasi die gleiche Zeit. Das ist heftig. Ja, Age 5 angekommen, wollt ihr die ganzen Imperial-Ups natürlich machen, Mühle upgraden, gut, dass ich auch die Häuser schon ein bisschen vorgebaut habe, ich brauche trotzdem noch zwei Häuser gleich. Dann will ich sowohl Gold als auch das Upgrade hier schon mal haben. Bei der Fabrik mache ich übrigens standardmäßig nachher sowieso alle Upgrades. Aber erstmal muss ich ja priorisieren, welche wichtiger sind, und da sind die wichtiger. Dann Age 4 angekommen, Age 5 angekommen, beziehungsweise auf dem Weg Richtung Age 5 wollt ihr auch die Natives so langsam euch dann holen und da die Upgrades machen. Ja, da das jetzt hier auch der entspanntere Boom sein wird, werde ich hier jetzt auch von vornherein mit auf Gold gehen. Das heißt, ich werde jetzt auch relativ gesehen gleich die erste Plantage bauen. Vorher will ich noch das Upgrade von den Tupi nach Möglichkeit für kostengünstigere Gebäude. Aber wenn nicht, dann nicht. Ja,
Ja, auch sowas, ne? Die Häuser kann man auch ganz klar nach dem Trade bauen, ist eigentlich sogar sinnvoller. Ich habe jetzt das Ganze hier, zumindest ein paar Häuser würde ich bauen wollen wegen den Bombarden. Aber das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist definitiv auch. Und erst recht sollte man das machen nach dem Upgrade. Aber ich habe es jetzt hier einfach mal ein bisschen übertrieben. Macht jetzt aber auch nicht so den Unterschied. So viel Holz mehr oder weniger werde ich dadurch auch nicht sammeln. Normalerweise solltet ihr probieren, nach Möglichkeit die Upgrade schon drauf zu haben, bevor ihr die ersten richtigen Siedler groß da drauf schickt. Ich fange jetzt schon an, macht auch nicht so viele Punkte. Wie ihr schon mitbekommt, ich produziere jetzt auch vier Bombarden. Und nachdem ich die Bombarden produziert habe, gehen die Fabriken wieder auf Gold. Da die Sammelrate für Gold und für alle Rohstoffe bei der Fabrik gleich schnell ist. Man aber Holz am langsamsten sammelt, ich ja aber einen Holztrade habe, Nahrung sammelt man am schnellsten, ergo packe ich die Fabrik am sinnvollsten auf Gold.
Taze doğru. Oduncu. 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 Da habe ich wohl ein bisschen viel Upgrades an der Stelle jetzt gemacht. Ich hätte sonst jetzt hier gar nicht mehr groß karten müssen. Ich habe auch hätte das alles nach dem Trade machen können. Wie gesagt, ich habe das jetzt mal nach einem ganz entspannten Boom gemacht, wo man wirklich nicht groß auf sowas achtet. Aber ja, so what. Ist trotzdem recht cool. Ich werde jetzt noch kurz so lange weiter Holz hacken, beziehungsweise hier kurz mal die Fabriken umstellen auf Holz, dass ich noch einmal Siedler auf Gold bekomme. Da ist es. Ich hätte das eigentlich eher zu einer Mühle machen sollen, wenn ich gerade sehe, wie wenig Nahrung ich nur habe. Aber ja, irgendwas um und bei 30 bis 40 Siedler auf Gold ist dann eigentlich ganz gut, wenn man nicht nach dem Trade erst die Siedler rüberzieht auf Gold. Im anderen Boom habe ich übrigens auch hier richtig Wellen und so weiter gezwungen, mache ich jetzt hier mal nicht. Werde jetzt hier auch an der Stelle dann schon erstmal nichts mehr sagen bis zum Ende des Spiels. Und dann ja.
Also Emrin, evet. Hadi evet. Tamamdır. Hadi bakalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Tamamdır. Emrin, evet. Evet. Hazır. Evet. Hadi bakalım. Okay. Ja, wäre das Ganze jetzt hier ein echtes NR40 gewesen? Ich mache das jetzt hier wegen den Punkten, will ich mal ganz kurz gucken. Wäre das ein echtes NR40 gewesen, hätte ich definitiv früher traden müssen und hätte sieben Siedler weniger auf Nahrung haben dürfen. sieben Siedler mehr auf Nahrung haben müssen und sieben Siedler weniger auf Gold. Da ich aber davon ausgehe, dass ihr eher in der 60 spielt, habe ich das jetzt einfach mal so rumgemacht. Beziehungsweise in der 55. Und da passt das so eigentlich ganz gut. Aber ihr könnt auch, wie gesagt, 7 Siedler weniger oder so ähnlich halt auf Gold haben und dafür mehr auf Nahrung. Ja, ansonsten, wie gesagt, der Trade, der kam jetzt gerade sehr spät bei 65k, ziemlich genau, weil ich dort vorher beim Trade davor auch 65k hatte und ich so ein bisschen die Punkte vergleichen wollte.
Ja, ansonsten, wenn ihr einer 40 spielt, 7 Siedler weniger und dann halt auch keine 65k, sondern eher bei 50, 55k traden, dass ihr spätestens Minute, also eigentlich Minute 31 aller spätestens, aber wirklich aller spätestens Minute 32 sollte der Trade durch sein. Wenn ihr einer 40 spielt, bei einer 55 und 60 habt ihr natürlich mehr Zeit. Ja, das war es soweit vom Osmanboom. Ich hoffe, er hilft euch und ja, bis demnächst. Hoffentlich zocken wir bald mal wieder miteinander.